Wie geil das einfach aussieht mit den 13 im Hintergrund. Einfach mega. Wir haben jetzt gerade den Masterplan geschmiedet bezüglich Pizza. Sobald wir Handyempfang haben, wollen wir kurz mal eine Rezeption anrufen und nachfragen, wie lange denn die Küche offen hat. Und dann rufen wir einfach kurz vorher an, bevor die Küche zumacht, 10, 15 Minuten und sagen, macht mal bitte 3, 4 Käsepizzen. Das sollte ja machbar sein. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber Marco hat neue Freunde gefunden. Ich zeig euch mal. Marco, gib alles! Also, habe ich ja gerade gezeigt, wer Markus neue Freunde sind. Und ja, Marco hat erstmal schön E-Mail-Adresse ausgetauscht und Handynummer, damit wir die Fotos kriegen, die sie von uns gemacht haben. Aber wir haben auch welche von denen gemacht. Bisschen austauschen mit unseren koreanischen neuen Freunden. Oder? Super nette Leute. Und die Bilder, die die gemacht haben, Wahnsinn. Ja. Die sehen richtig gut aus. Die habt ihr noch gar nicht richtig gesehen, ne? Nee, haben wir nicht. Nee. Ich hab die gesehen. Ich hab die noch nicht gesehen. Die waren wirklich Hammer. Ja, ist das so? Also keine Ahnung, was da für eine Kamera. Für National Geographic. Ja? Nein, das war aber eine Handykamera, ne? Ja. Nein, die hatten noch professionelle mit. Das war sie. Hast du auch ihre Fotos gesehen? Nee, die nicht. Nee. Aber von die ihm? Hatten 3, 4 professionelle Kameras. Also alleine die von seiner Handykamera, Wahnsinn. Ja. Ich keine Ahnung, was der da für eine Kamera drin hat, oder? Aber die hätte ich auch gerne. Die hat er selbst gebastelt. Das krasseste Handy überhaupt, ne? Handy für Bilder. Genau. Weil dieses. Ich weiß nicht, schaut euch mal diese geile Kulisse an. Mega nice. Zucker. Ohne Witz, das sieht hier einfach so unfassbar geil aus. Es wird halt
nicht schlechter mit den verschiedenen Atmosphären, mit Wolken, ohne Wolken, mal vollkommen eingehüllt mit Wolken. Mega nice. So, ein kleines Update vom Track. Wir sind weg von den ganzen Instagram-Touri-Hotspots, denn hier ist niemand mehr. Weit und breit keine Seele. Kann nur mal wiederholen, wenn ihr auch diese geile Route euch antun wollt, checkt einfach mal die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Linktree von mir, wo ihr auf Komoot gelangt. Ja. Alles Weitere auf Komoot. Stay tuned. Und wer mir noch nicht folgt, gerne auf Abonnieren, die Glocke aktivieren für neue Videos. Und auch meinen anderen Social Media Kanälen natürlich nicht vergessen zu folgen. Man merkt echt schon den Sauerstoffmangel in den Höhenmeter hier, 26, 27. Dort befinden wir uns ungefähr. Was sagst du, Marco? Ja, man merkt schon echt krass, ne? Gerade halt, wenn es irgendwie ein bisschen steiler wird, dann fehlt da schon relativ schnell die Puste. Machst du ja echt so teilweise 5 Atemzüge, wo du sonst irgendwie einen brauchst, wenn es zumindest richtig steil geht. Also da hinten, wo es so richtig schön hochging, das war schon teilweise echt knackig, aber es ist kein Vergleich zum Stoneman jetzt, ne? Wo wir ja teilweise Höhenmeter gemacht haben von 800 Metern am Stück, das ist schon ganz anders reingefahren. Das ist eine andere Nummer, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jo, weiter geht's. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen wir gleich in eine Wolkenwand. Es wird jetzt langsam etwas dunkler, denn gleich haben wir quasi die Wolke erreicht und es wird auch schon ein wenig nebliger. Feldern sind wir jetzt doch nicht. Naja, ist auch besser so, weil dann kann man so ein bisschen besser gucken, wo man hintritt. Und jetzt höre ich gerade von Marco, dass es eventuell gleich regnen kann. Oh, unsere Regensachen haben wir schon ein Glück an. Okay, kleine Entwarnung, es regnet doch nicht. Marco hat einen Bach gehört. Aber ich hab ungelogen auch gerade gedacht, als ich es gehört habe, dass ein Regenguss runterkommt. Da hinten fließt der Bach so runter. Einfach durchs Wasser durch. Die Wanderschuhe müssen das aushalten. So, der Marco guckt sich gerade Bilder von Wildtieren an, die es hier gibt. Geil. So, welche haben wir gesehen? Spontan würde ich sagen, keine. Doch, wir haben ein paar Vögel gesehen. Ein paar Vögel haben wir gesehen, aber ich kann sie auf jeden Fall nicht identifizieren. Oh, ein Hermelin, das wäre so geil gewesen. Ja.
Und eine Kreuzotter, der auch mal rauflatschen. Also daneben, nicht unbedingt drauf. Oder Murmeltiere. Murmeltiere sind auf jeden Fall meine Spirit Animals. Haben wir nicht irgendwie eine Echse gesehen? Oh, hier kommt eine Gämse. Salamander. Nee, Gämse haben wir nicht gesehen, Murmeltiere auch nicht, aber auch nicht gehört. Oder hier ein Steinbock kann sich auch schon von der Klippe. Vielleicht die Bergeidechse unten rechts. Kann sein. Das Viech hast du gesehen. Entweder dies gesehen. Oder das. Aber was ich ist ja, mit dem Bergmolch hier? Nee. Aber war auch, war auch zu trocken da, ne? Es war eher lang und dünn. Oh ja. Moment. Wieso ist da nicht der Bär drauf, der sich jetzt langsam wieder ansiedelt? Muss veraltet sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wollen wir zusammenlegen? Kaufen? Nee. Leute, der Sauerstoff ist so knapp hier. Puh. Schnappatmung tritt ein. Man merkt, wie das Herz schlägt. Krass. Die Belastung ist enorm. Aber wir halten Stand. Wir sind in den Zielgeraden. Danach gibt's Pizza. Das ist alles, was zählt. Wenn wir rechtzeitig ankommen. Oh mein Gott. Es fängt wieder an zu regnen. Lieben wir. Lieben wir. Aber wir sind ja nicht aus Zucker. Aber Sauerstoff brauchen wir dennoch. Margo, mach mal bitte meinen Schutz wieder raus. Alter, fängt das an. Fuck. Ja. Jo, ich danke dir. Und das hast du gemacht, ne? Ja, aber ich danke. Okay. Danke. Alles klar. Gut, bis. Da. Fuck. Jetzt fängt es wieder richtig an zu pissen. Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen und eingeleitet. Weiter geht's. So, hinten noch zu machen. So. Wenn das hier auch alles stabil sitzt. Die Luftschlitze lasse ich noch offen. Denn man ist unnormal am Sweaten hier. Sollte es aber echt noch Windfäden regnen, muss ich die natürlich zumachen. Sonst bringt der Trocknungseffekt auch nichts mehr. Wenn die Lüftung, Kanäle geschlossen, das Stativ wurde eingepackt für die GoPro und es fängt halt hart an zu pissen. Oh Mann, wir sind gerade trocken geworden vom ersten Regenschauer und dann das, naja, auf geht's. Jawohl, da müssen wir jetzt mal hoch. Das sind locker nochmal 40 Höhenmeter. Lieben wir. So, die Steigung beginnt. Also an dieses Zeichen hier, ne? Ja. An dieses Zeichen habe ich ganz, ganz schlechte Erinnerungen. Wieso? Von vorgestern. Weil ich immer nach oben geguckt habe. Und gesehen, da ist das Zeichen, okay, wir müssen weiter hoch. Da ist das nächste Zeichen, alles klar, wir müssen weiter hoch. Aber da ist eine Kuppel, also. Ja, genau, so wie beim letzten Mal, ne? Und dann ging es nochmal höher. Ja, genau. Kuppel hinter der Kuppel. Ja. Genau. Hey, wir müssen auf den Berg da vorne, also den drei Berge weiter hinten. So. Zähne zusammenbeißen und kämpfen ist jetzt angesagt. Die letzten Meter sind in the making. Oder Kilometer besser gesagt. Aber Höhenmeter.
vielleicht hört uns der liebe Wettergott ja und erlöst den Regen hier auf. Bin mich langsam warm unter dem Regenanzug. Marco? Ja? Was siehst du? Ich sehe mehr Aufstieg. Eine Kuppel hinter der Kuppel. Okay, let's go. Nur mal für euch zur Info. Das sind keine Windstöße, die ihr hört. Das ist mein Atem, weil man einfach keine Luft mehr hier kriegt. Man fühlt das Herzschlagen. Es hämmert in die Brust. Man atmet gefühlt zehnfach an Sauerstoff ein, um das zu kriegen, was man eigentlich für die Leistung braucht. Marco, kommt noch eine Kuppel oder haben wir es geschafft? Fuck damit. Wie sieht's aus? Haben es geschafft. Echt? Ja, ja. Eben am Weg. Jawohl. Oh. Oh. Da hinten müssen wir hoch. Und für euch zur Info, wir sind gerade diesen ganzen Weg hier lang gegangen, an dem See da vorbei, darüber. Wir waren quasi ja da hinten bei den 13. Oh mein Gott, echt crazy. Macht das nur, wenn ihr echt eine gute Kondition habt. Es werden echt einige Leute wegen Erschöpfung von der Bergrettung hier rausgeholt. Ich sag euch, also so auf so einer geraden Strecke hier ist echt einfach zu laufen. Okay, ist gerade ein bisschen matschig, aber egal, kann ich abwaschen. Ne? Aber sobald die Steigung kommt, anstrengend, aber es macht echt richtig Bock. So kann ich jedem nur empfehlen, die 13 anzugucken. Schön die matschige, geile Regenschuhe hier. Ja. Wir müssen ja auch sauber werden zum Abstieg, ne? Ja. Bevor wir in dein Auto gehen. Also ich springe jetzt extra noch in Pfützen rum, David, ne? Ja, kannst du machen. Also ich hab zwei Sitze, ne? Ja. Ich kann drei Leute mitnehmen. Guck. Ja. Ich glaube, da ist... Da sind E-Tüten drin. Ja, und ich glaube eher, dass gerade Schmutz abgegangen ist. Was ist los, Marco? Marco? Ja. Was war das? Ein kleines Nieserchen. Gesundheit. Dankeschön. Wieso trägst du keine Kapuze? Ich glaube, ich krieg einfach zu wenig ins Gesicht und dann bin ich halt so blöd und zieh die halt einfach nicht auf. So. Also, so wie ich ja auch fingerlose Handschuhe trage. Ja. Weil ich möchte mich schützen, aber auch nicht. Ich verstehe. Deswegen, ja, Sinn im Unsinn. Ja, so ist es. Okay. Willkommen in meinem Leben. Alles klar. Welcome. Ihr werdet es nicht glauben, aber Marco hat doch seine Kapuze aufgesetzt. Ja, ich brauche halt manchmal so einen. Ich brauche halt manchmal irgendwie so einen Betreuer oder so, ey. Ist halt einfach so. Muss mir einfach nur sagen, mach das. Ja. Okay. Okay. Ohne Witz, wir haben gestern Pizza gegessen und Marco und David haben die Pizza nicht aufgegessen, die haben die Ränder. Hä? Ich hab meine Ränder gegessen. Ja gut, dann ist das immer meine Ränder. Ich hasse es, wenn Lebensmittel verschwendet werden. Ich habe nur die schwarzen werden. Ränder nicht gegessen. Die ja. angekrusteten vom Holzofen. Ja. Die Krebs Steinofen. Naja, okay, aber hättest du trotzdem essen müssen, einfach Sonnenschein gehabt. Ah, ich glaube, bei den schwarzen Rändern kann man eine Ausnahme machen. Ja, meinst du? Ich meine, ja. Okay. Ist der Parkplatz, oder? Sagen wir mal so, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die Ränder von Pizzen aufesst oder nicht aufesst, wenn die zu hart oder zu schwarz sind. Es sieht so aus, als ob da hinten so ein bisschen wieder die Zivilisation anfängt. Wir sehen da nämlich ein paar Holzzäune. Maybe ist da der Parkplatz, aber auch nur vielleicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei den Holzzäunen unsere Regensachen angezogen hatten. Der letzte Anstieg. Ja. Beißen und kämpfen. We can rock this. Oh yeah. Bis zum Holzzaun. Mal gucken, ob wir dann beim Parkplatz sind. I don't know. Wir sind aber schon gut zerstört. Wir sind beim Auto angekommen. Jetzt gar nicht. Seht selbst. Ja. So viele Autos. Nein. Ja. Ich glaube, wir müssen uns links halten, oder? Ich weiß nicht, ich muss es nachgucken. So, bitte. Der Route. Wir müssen in die Richtung, wo mein Kopf zeigt. Ja, wir beide? Ja. Ja, okay. Noch 1,14 Kilometer. Ja, passt. Okay. Ist aber noch ein gutes Stück. Gute 20 Minuten. Also, geschätzte Ankunftszeit 22 Minuten. Ja, dann los. Schön im Dauerregen. So langsam bilden sich hier auch wieder kleine Wasserläufe überall. Wir müssen echt aufpassen, wo wir hintreten, weil es langsam echt rutschig wird. Also es pisst ja echt gut, aber wenn es wirklich Windfäden regnen würde, kann sich hier echt so der ein oder andere Wasserstrom entwickeln. Und vielleicht auch von woanders runterkommen und teilweise hier die Wege überspülen. Deswegen immer Obacht, wie das Wetter ist. So bei purem Regen ist es ja nicht ganz so schlimm. Aber hätten wir ein Gewitter, hätten wir oder müssten wir ganz andere Maßnahmen treffen. Deswegen toi toi toi. Eben gerade noch drüber gesprochen. Und jetzt gehen wir doch so ein bisschen in den Wolken, die hier den Berg raufziehen wollen. Gespannt auf die Fotos, die von uns geschossen wurden. Sofern ich die rechtzeitig erhalte zum Drop des Videos, gibt es die jetzt. Was ist los? Sieht nach Spaß aus da vorne. Kleine Steigung, dann sind wir durch. Ja. Wenn du hier einmal ausrutscht bei dem Wetter, dann war's das. Und das meine ich, wenn es schüttet, dann kommt das hier runtergeschossen. Hier einmal lang, hier so, dann hier runter. Dann kannst du Schaukakao sagen. Und so ein bisschen fließt hier auch schon. Wenn ihr mal sehen könnt, so ein bisschen fließt hier. Weil der Schnee schmelzt wahrscheinlich, kommt es hier richtig runter. Okay, das sieht hier richtig cool aus. Guckt euch mal hier diese geilen Steinhaufen an. Ist zwar ein Eingriff in die Biodiversität. Wenn die hier alle auf dem Boden liegen würden, könnten viel mehr die Insekten, Mikroben ihren Spaß haben. Aber der Mensch ist halt ein Parasit auf dieser Erde. Und jeder von uns kann so einen kleinen Beitrag leisten, indem er vielleicht keinen Stein hier rauf tut.
so schön es auch aussieht. Tropft nur noch leicht, aber sind trotzdem richtig durchnässt. Also jetzt der Regenanzug hat geholfen, aber totally nass überall. Spür richtig den kalten Regen durch den Regenanzug. Leute, wir haben es gerockt. Die drei Zinnen haben wir geschafft. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst.